So, jetzt den gleichen Versuch. Ich ziehe also an der Spritze und vielleicht sieht man es von Weitem schon. Und wir machen das jetzt mal in Nahaufnahme, damit man diese Blasen sieht. Hier sind lauter Blasen. Ich ziehe natürlich wie ein Teufel. Und wenn ich den Kolben wieder zurücklasse, sind die Blasen wieder weg. Das heißt also, hier ist Wasser verdampft. Und wenn das Wasser verdampft ist und ich lasse den Kolben praktisch wieder los, den Luftdruck also von unten wieder wirken, dann bedeutet das, dass die Blasen alle wieder normales, flüssiges Wasser sind. Vielen Dank, Herr Kameramann.